Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren bei Viktoria Hamburg, aber nur in der Jugend gespielt. Ich bin auch zwischendurch mal wieder da gewesen. Ich war ja auch zum Finaltag der Amateure an der Hohe Luft. Aber die Zeit erlaubt es mir im Augenblick nicht, ab und zu mal bei Viktoria vorbeizuschauen. Das sind dann schon eher meine Heimatvereine in Niedersachsen, die ich dann ab und zu besuche. Aber ich finde es immer wieder schön, auch in die Landesliga, in die Oberliga zu gehen, weil auch da guter Fußball gespielt wird. Zum ehrenamtlichen Engagement gehört auch, dass man Danke sagt, dass man Anerkennungskultur an den Tag legt und sie pflegt. Und das ist heute ein Tag des Ehrenamtes, wo ganz viele Danke sagen, weil unsere Gesellschaft und auch die Stadt Hamburg ärmer wäre, wenn es nicht diejenigen geben würde, die nicht bei jeder Gelegenheit fragen, was habe ich davon, was kriege ich dafür, sondern einfach tun. Und mein großer Wunsch und meine große Hoffnung ist, dass Sie es aber auch selber als Bereicherung für Ihr eigenes Leben empfinden, für andere etwas zu tun, weil Sie damit natürlich auch die Werte, die Sie im Fußball wichtig finden, weitergeben. Und die Hoffnung natürlich besteht, wenn Jüngere sehen, was Übungsleiter, was Trainer ihnen Gutes getan haben, dass die dann später selber auch mal sagen, das mache ich auch. Und so dieser Ehrenamtsgedanke dann auch über Generationen hinweg weitergetragen wird. Wo ich hinkomme, wird das als Anerkennung und auch als ein Instrument gesehen, das der DFB vermittelt. Man sieht das, was an der Basis passiert und guckt nicht nur auf die Spitze. Und ich glaube, bei allen regionalen Problemen in manchen Vereinen, die es gibt, dass wir immer noch wirklich auf eine Vielzahl von ehrenamtlich Tätigen zurückgreifen können. Wir verlieren ja kaum Mannschaften, Gott sei Dank. Das heißt, da sind Übungsleiter, die immer noch den Spielbetrieb aufrechterhalten. Und dass das so bleibt, ist eben auch Sinn dieser Aktion und unseres gesamten Masterplans Amateurfußball, den wir auflegen, um eine ganze Reihe, auch wenn Sie an das Schiedsrichterwesen, an andere Bereiche denken, von Maßnahmen zu ergreifen, mit denen wir eben das Ehrenamt stärken. Wir werden jetzt mit der neuen Legislaturperiode eine eigene Futsalkommission wahrscheinlich bekommen, die sich intensiv mit diesen Themen befasst, wo auch diejenigen aus den Landesverbänden zusammenkommen, die besonders im Futsal schon erfahren sind. Wir haben jetzt eine Futsal-Nationalmannschaft. Am 30. Oktober haben wir in Hamburg das erste Länderspiel gegen England. Und insofern wird hier Stück für Stück eine Entwicklung stattfinden. Ob die dann mal in einer Bundesliga oder wie auch immer in einem Spielbetrieb endet, wird man sehen. Das kommt auch auf die natürlich Begeisterung, die wir damit in den Vereinen wecken, an. Aber gerade wenn ich an die Hallensaison denke, werden wir sicherlich mehr Futsalturniere sehen als früher.